Haben wir uns nicht deutlich genug ausgedrückt? Nee, habt ihr nicht, ich habe euch nicht verstanden. Sagt bitte nochmal. Ja, ach, Schnee von gestern, oder? Schwamm. Ja, genau, ist ja so eine halbe Sekunde her. Ist nicht nachtragend. Und er gibt mir sicher noch eine Chance, meinen Plan zu präsentieren. Immerhin könnte ja, er bestimmt. Eure Organisation mit einem Schlag zur Speerspitze des weltweiten Widerstandes machen. Oh, cool. Ich dachte, ihr scheint bereits die Speerspitze. Ja, das hättest du wohl gerne. Rufus, reiß dich zusammen, sonst fliegst du. Nein, nein, schon klar. Ich bin ganz ernst. Ganz ernst. Na gut, was ist das denn nun für ein Black? Black. Symbol kann er ja aussprechen. Ein Symbol. Oder? Symbol ein ging Symbol? Doch, oder? Wie geheimnisvoll. Ja. Ich finde den Plan jetzt schon spannend. Regelrecht mystisch. Mit einem Hauch von Legende. Schnauze, Liebold. Ich finde es aber auch sehr schön, wie sich beim beim Janosch immer auch die Buchstaben da so in der falschen Schreibweise sind. Finde ich auch gut. Kennst du dich ja offenbar aus. Aber oh, ja. Hast du auch irgendwelche Beweise für deine Behauptung? Und wie ich die... Na, ich glaube, ich überspringe das jetzt einfach mal. Das langweilt mich sonst. Hier. Was so. Ist das? Ein Organon-Sprengdurm. Eine Organon-Borsis. Organon, ich würde sagen, Basis ist gut. Das ist eine Organon-Basis. Aha. Und weiter? Der Organon will Deponia in die Luft sprengen. Welt zerstören. Erdball ausradieren. Den Planeten, den Erdball ausradieren. Ich würde sagen, Organon nehmen wir das. Will den Erdball ausradieren. Ja, okay. Aber was unternehmen wir dagegen? Gar nichts, wir fressen ein paar Chips. Wir müssen sie allergieren, angreifen, wehren. Wehren finde ich gut. Wir müssen uns wehren. So, so. Und wo, bitteschön? Direkt in der Hölle, Kumpel. Das hier ist die Position einer dieser Positionen. Das sind die Koordinaten. Das ist die Lage einer dieser... Oh, das ist ja übel. Das hier ist die Lage einer dieser Organon-Borsen. Das hier ist der Standort. Ich nehme mal Lage. Das hier ist die Lage einer dieser Organon-Basen. Ja. Argus will hier eine Bombe... abwerfen und dadurch den Lebensraum den Bevölkerung hochgehen lassen, dadurch den Lebensraum das Röstmeer einäschern, zur Detonation bringen und dadurch den Lebensraum um die offene See zerstören. Detonation. Abwerfen. Hochgehen lassen und dadurch den Lebensraum um das Meer einäschern. Aber was machen wir mit den anderen Sprengtüren? Wir haben noch einen Joker, ein Petto, die Aufschließcodes. Nee, ich bleib mal dabei. Wir haben noch... Bis hierhin hab ich... Kannst du das trotzdem? Ich mach das. Oh das Gott, muss, jetzt, ich kann jetzt, das jetzt, auch jetzt, machen. Jetzt. Oh komm, hoffentlich. Oh, jetzt nur nicht lachen, Rufus. Zeig nochmal das erste Dia. Ohne die Hände genau. zu bewegen, macht er das. Was war das noch gleich? Eine Organon-Basis. Der Organon will den Erdball ausradieren. Wir müssen uns wehren. So weit, so gut. Und was ist das hier? Die Lage einer dieser Organon-Basen. Oh Gott, komm. Argus will hier eine Bombe hochgehen lassen und dadurch den Lebensraum um das Meer ja, einäschern. Ja. Wir haben aber noch ein Ass im Ärmel. Das Geheimnis ist das Gehirn. Boah, wer ist der Pyromaster? Ja, ich bin der Pyromaster. Ja, oh, Gott sei Dank. Zurzeit befindet sich ein illusianischer Inspektor namens Kretes hier auf Deponia. Gott sei Dank, wirklich. Hat ihn begleitet. Darum ist sie überhaupt hier. Mit ihren Codes lässt sich das letzte Hochboot in Porta Fisco aktivieren, Gott sei Dank, das sie wirklich. Zurück nach Elysium bringen soll. Puh. Wir müssen Elysium davon in Kenntnis setzen, dass Deponia bewohnt ist. Gut, dass ich so toll mit einem schlechten Dialekt reden kann. Darum werde ich Goal nach Elysium bringen. Ja, das aber wirst du, das wirst du. Ihr könntet versuchen, den Ältestenrat umzustimmen. Wenn sie erfahren, ja, das dass könnten Deponia wir. Bewohnt ist,
werden sie die Sprengung abblasen. Aber warum solltest du ausgerechnet du nach Elysium gehen? Weil ich den Inspektor zum Verwechseln ähnlich sehe. Das kann doch gar nicht sein. Ja. Ist aber so. Rufus und Cletus könnten Zwillinge sein. Ein merkwürdiger Zufall. Es kommt noch besser. Ja. Argus Kreuzer hat an dem besagten Sprengturm angelegt. Seine Mission ist es, Cletus und Goal zum Hochboot nach Porta Fisco zu bringen. Während des Angriffs können Goal und ich das Chaos nutzen, um Cletus zu überrumpeln. Seid ihr dabei? Das klingt sehr riskant. Aber es ist unsere einzige Chance. Jetzt geht's ab. Werden sie uns helfen? Animation! Dann. Die Goal, wie die guckt. jetzt erstmal furzen. Ein Hoch auf Rubus, unsere neuen Anführer. Ui. Yay! Ui. Oh, wie süß. Das war so cool. Du hast Janosch wie einen kleinen Idioten aussehen lassen. Ja, aussehen lassen. Ist, wenn er sich mit jemandem von meiner Größe misst. Was passiert jetzt? Ich schätze, da du dir jetzt wieder einig bist, könnten wir mit der Operation beginnen. Schade irgendwie. Ich fühle mich seltsam unbeschwert, so ganz ohne meine noble und meine sportliche Seite. Ich könnte mich auch dran gewöhnen, drei Goals zu daten. Aber Rufus. Was denn? Ich mag halt all deine Facetten, Baby. Oh, das hast du so schön gesagt. Gibst du mir die Datasetten? Ich vermisse die anderen beiden ja schon irgendwie. Und du kommst auch gleich nach Indocs Labor, ja? Ja. Sie steht auf mich. Ja, bestimmt. Glaubst du selber nicht, oder? Was ist denn hier los? Boah, hier. Ich muss hören, was da drin Guck mal, der hat Plastik in der Hand. Wieso? Was steht denn da drin, Furschig? Und was treibt ihr überhaupt hier? Wir schicken deinen Plan in die Datum. Was denn sonst? Mein in die Datum? Ja, du hattest natürlich vollkommen recht. Durch bloßes Rumsitzen und nichts tun kann man keine Revolte starten. Und darum werden wir proaktiv die Datasetten erbeuten. Moment mal, bei diesen Datasetten handelt es sich um das Bewusstsein meiner Freundin. Freundin? Das hättest du wohl gern. Zuallererst ist Goal eine Funktionärin des Widerstands. Sie wird sich natürlich für die gute Sache opfern. Opfern? Willst du die abknallen oder was? Total? Leider hat noch eine andere Organisation Wind von den Aufstiegsgoats bekommen. Ja, da unsere Homies. Unorganisation sagen? Was denn? Du meinst Donner? Genau. Donner. Das unorganisierte Verbrechen hat sich in Docs Labor verschanzt. Sie haben Doc und Goal als Geiseln genommen und wollen so ihren ungehinderten Abzug erbrechen. Aber die Revolution lässt sich nicht erpressen. Sobald es zur vollen Stunde schlägt, stürmen wir die Bude einfach. Das heißt, ich muss ja mal sagen. Stürmt und ich halte mit Liebold die Stellung. Was? Ja. Ja, immer den Schwächsten nach vorne schicken, Leute. Ne? Die sind zu allem fähig. Ihr werdet nur und euch selbst besser umbringen. Als ihr. Also mich. Das ist das Loser des Freiheitskämpfers. Immer bereit für die gute Sache zu sterben. Wartet damit bitte noch. Vielleicht fällt mir noch was ein. Okay, was machen wir jetzt? Wir gehen an die Tür, wir klopfen mal. Lass uns bestimmt rein. Was wohl? Ich gehe da jetzt rein. Aber da drin wimmelt es von unorganisierten Verbrechern. Die haben doch nur drei Mitglieder. Und uns. Hey, aufmachen. Aufmachen. Ich bin's, Rufus. Ja, könnte ich kurz reinkommen? Das geht nicht. Du kannst gleich das Portal benutzen. Aber erst musst du noch was für mich erledigen. Hier. Was ist das? Noch eine Fernbedienung? Die von Liebold. Es ist scheinbar ein älteres Modell. Aber, ich weiß doch wohl, wie man die weißt du bestimmt. Benutzt. Ja, ganz bestimmt. Natürlich weißt du das. Liebold ist der Dicke, oder? Ich frag nur, weil ich gar kein Implantat gesehen habe. Du schaffst das schon. Wenn du fertig bist, kannst du das Portal benutzen. Dann erklär ich was für ein Portal? Hä? Welches Portal denn? Vertrau mir. Und kein Wort zu Janosch. Was war denn das jetzt? Okay. So. Hä? Wo sind meine ganzen Items? Mein Schraubenzieher. Mein Speerfisch. Oh mein Gott.
Oh. Okay, das wollte ich jetzt nicht, aber egal. Und zap. Zap. Oh, schaut mich an. Ich habe einen wichtigen Auftrag erfüllt. Ja, kriegst einen Keks. Pack dir nice. Gute Plätzchen. Das ist wie ein Portal. Mysteriöse Anomalie. Na endlich. Was brauchst du denn so lange? Wenn du aus der Vergangenheit kommst, heißt das noch lange nicht, dass du so trödeln kannst. Hä? Was ist denn hier los? Bist du das, Cletus? So ein Quatsch. Ich bin natürlich dein zukünftiges Ich. Ja, diese Portale klar. Sind Raumzeitkrümmungen. Und das hier ist die Zukunft. Cool. Hey, das ist mein Jingle. Jetzt nicht mehr. Ich bin aktueller, weiser und vor allem lässig. Oh ja. Ach, ja, unbedingt. Ihr unterscheidet euch vollkommen voneinander. Sowas von, wirklich. Ah, da sehe ich nicht so alt aus wie du. So alt aus wie du. Was? Du verdammter Milchgesichtiger. Ich würde dich Jungspund ja übers Knie legen, aber ich kann nicht, weil die Altersschwäche schon eingesetzt hat. Mann, du bist so ein Schwächling. Du geil, kannst unmöglich schön. Nicht aus der Zukunft sein. Ich sag das doch nur, um ein Zeitparadoxon zu verhindern. Ja, ganz bestimmt. Das könnte ja jeder behaupten. Du hast einfach keine Ahnung von Zeitreisen. Oh hab ja. Wohl. Hast du nicht. Ich denke mal, wir wissen das echt alles dadurch. Dafür bin ich nicht so hässlich wie du. Von oh. Du bist sogar noch viel hässlicher als ich. Ha, jetzt hast du ja, genau, ist mir klar. Mir wären bestimmt viel lässigere Antworten darauf eingefallen. Sind mir auch. Ich sag das doch nur, um ein Zeitparadoxon zu verhindern. Oh, ja, ist klar. Du hast einfach keine Ahnung von Zeitreisen. Hab ich wohl. Hab ich wohl. Hast du nicht. Hab ich wohl. Hab ich wohl. Zukünftiges wohl, so ein Unsinn. Du kapierst es nicht. Oder war ich denn doch wirklich so behämmert in der Vergangenheit? Was heißt hier in der Vergangenheit? Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart. Gib dir keine Mühe, Cletus. Ich bin nicht Cletus. Ich komme doch aus der Zukunft, du Auflaufmodell. Du nennst mich. Oh. Ja, weil du eins bist. Dummes, zurückgebliebenes Auflaufmodell. Oh, Alter, langsam ist gut hier. Oh. Ein Beweis. Meinetwegen, wenn du dann endlich Ruhe gibst, ein einfacher Test wird zeigen, dass du nichts weiter bist als ein aufgeblasenes Großmaul. Oder du. Genau. Oh ja. Woran denke ich gerade? Okay, mal sehen. Ballettunterricht, Puppensammlung, Bettnässerphase, Kaninchenphobie. Ausschlag im Genitab. Naja, ich nehme die Kaninchenphobie. Oh, warte. Oh ja. Du ne. denkst an Ziebelzube. Ja, richtig. Du Niete. Zwiebelzube, das ergibt ja nicht mal einen Sinn. Ich doch. Gleich, bin ich nicht. Ich musste doch das sagen, um kein Zeitparadoxon zu erzeugen. Genau. Ach. Gib doch einfach zu, dass ich dich besiegt habe. Wieso? Woran hast du denn gedacht, wenn nicht an Zwiebelzube? Nun ja. Ja, sag mal, Rufus. Alte Socke! Na, das ist ja eine Überraschung! Da bist du ja! Sag ich doch! Können wir jetzt ach, ja, weitermachen? Schön. Du musst da rein und Goal befreien! Sie ist nein also tatsächlich da drin? Geht's ihr gut? Keine Panik! Sie ist Wing tot! Und Nod sind außer Gefecht gesetzt! Oh ja! Yeah. Du hast sie ganz alleine überwältigt? Na klar! Ein Klacks! Du scheinst tatsächlich ich zu sein! Oh ja, unbedingt! Das findest du schon noch raus! Ich werde mich ja derweil um die Rebellen kümmern. Klar, ne? Boah, ist das etwa eine Knarre? Na, nein, Plastikspielzeug. Das ist ein Bananenschälgerät. Natürlich ist das eine Knarre. Nein, das ist ein Plastikspielzeug. Nicht jetzt. Du musst in das Labor und Goal befreien. Schon vergessen? Ich will aber die Knarre. Können wir das nicht irgendwie vorspulen? Das nein geht nicht. Als ich du war, habe ich die Knarre auch erst später bekommen. Wir müssen alles genauso machen wie vorher. Das ist mir egal. Ich will die Knarre. Begreif es doch endlich. Wenn ich dir jetzt die Knarre gebe, verändern wir den Zeitstrahl. Ich würde mich auflösen. Ich will die Knarre. Wir müssten alles wieder von vorne machen.
Na und? Sei doch nicht so ein Egoist und gib mir endlich die Knarre. Wenn hier einer ein Egoist wie ist, so ein dann Baby, du, wirklich, das ist schön. Wie so ein kleines Baby. Ach ja. Würde ich sofort machen. Also ich hab's mit bloßen Händen. Entweder meine Knarre. Oder hier passiert gar nichts. Alter, wie geil, wirklich. Haben, sobald du befreit hast. Oh, schade. Warum befreist du nicht, Cole? Ja, ich kümmere hallo. Mich um die Rebellen. Vertrau mir. Du hast es vorhin bereits getan. Wenn du es also gleich tätest, wäre es da drüben oh jetzt bereits schon wieder passiert. Ja, ist doch logisch. Also ich ja, hab's genau. beim ersten Mal verstanden. Genau wie ich. Ich muss gerade mal was machen. Also. Warum machst du es nicht einfach selbst? Kein Bock. Warum machst du es nicht einfach selbst? Ja, weil ich die sag mal, hä? Muss. Ja, ganz ich bestimmt, Fettsack. Weil ich die Knarre habe. Oh, logisch. Na gut. Na gut. Dann befreie ich Goal halt. Bestimmt mache ja, ich das viel die alte, als ey. Sie ist hinterher viel freier als bei dir. Mach's bitte genau so lässig. Sonst löse ich mich auf. Na das und, wer braucht dich schon? Weißt du? Scheiß drauf. So, Rufus. Ja, ja, schon klar, du Spielverderber. Aber danach bekomme ich die Knarre, ach, ja. richtig? Ja, ich würde mich auch gerne mal... Ich würde mich auch gerne mal mit mir selber streiten. Durch das Portal. Ah ja, und beeil dich. Hier schlägt es gleich zur vollen Stunde. Dann stürmen oh. die Rebellen die Praxis. Cool. So ein Idiot. Hui! Bumm.